Angenommen, Sie haben jetzt noch eine dritte Person. Nennen wir sie mal Karl. Und Karl ist 40 Jahre alt. Nun wird die Sache ein bisschen komplexer. Sie könnten fragen, ist Bob älter als Alice, aber jünger als Karl? Vielleicht denken Sie sich gerade, wie man sowas schreiben kann. Zum Beispiel, wenn man es das erste Mal macht, könnte man meinen, Alice kleiner Bob kleiner Karl. Drücken wir mal auf grün und die Zeile wird gleich mit jede Menge Fehlern rot unterstrichen. So einfach geht das nämlich im Processing leider nicht. Denn was macht Processing? Processing arbeitet sich innerhalb der Vergleiche von links nach rechts vor. Zuerst wird der Vergleich Alice kleiner Bob ausgewertet. Wir erhalten hier true. Und nun vergleichen wir eigentlich true ist kleiner als Karl. Beziehungsweise vergleichen wir hier einen Wahrheitswert und einen Integer. Das wäre so, wie wenn Sie Äpfel mit Birnen vergleichen. Für Processing ergibt das einfach keinen Sinn. Daher unterstreicht Processing diesen Ausdruck rot und gibt eine Fehlermeldung aus. Damit es für Processing verständlicher wird, müssen wir diese beiden Aussagen aufteilen in zwei kleinere. Löschen wir das also einmal weg. Bob ist älter als Alice und Bob ist jünger als Karl. Nur wenn beides zutrifft, ist die Antwort true. Falls eines nicht zutrifft, ergibt sie false. Im Processing verwenden wir für solche Verknüpfungen logische Operatoren. Hier benötigen wir den logischen Operator von und. Der und-Operator verknüpft zwei Teilaussagen zu einer zusammengesetzten Aussage. Diese Gesamtaussage ist nur dann true, wenn beide Teilaussagen true sind. Für alle anderen Fälle ist sie false und der und-Operator wird im Processing mit doppeltem und geschrieben. Schauen wir uns das Ganze jetzt im Processing an. Schreiben wir bei ANSA einfach einmal die zwei Vergleiche, nämlich Alice ist kleiner als Bob, dann verknüpft mit einem doppelten und, Bob ist kleiner als Karl. Jetzt klicken wir mal auf Start und da im Ganzen wird true ausgegeben. Wäre jetzt Karl ein Kind und 10 Jahre alt, dann würde sich das Ganze auch verändern, wenn wir da auf Starten klicken. Da unten steht False. Damit das Ganze noch ein bisschen verständlicher wird, werden wir hier mal die Zahlen als Kommentar oben einfügen. Kommentar macht man übrigens mit zwei Slashes. Alice wäre in dem Fall 19. Bob wäre 25 Jahre alt. Und damit wir die Aussagen jetzt noch ein bisschen besser sehen, schauen wir uns das gleich an. Dieser Ausdruck hier, 19 kleiner als 25, wäre true, stimmt er auch. Bei diesem Ausdruck 25 kleiner 10 kommt allerdings false heraus. Das heißt hier einmal true und einmal false mit einem doppelten und verknüpft ergibt insgesamt false. Das Programm gibt daher auch false aus. Wie die Auswertung von Ausdrücken mit logischen Operatoren erfolgt, sehen Sie in der Wahrheitstabelle. Neben dem und-Operator gibt es auch noch OR, XOR und NOT. Je nachdem, ob beide Seiten des Operators true, false oder verschieden sind, erhalten wir unterschiedliche Ergebnisse. Bevor wir zum nächsten Teil wechseln, noch ein paar Übungsbeispiele, um das soeben Gelernte zu vertiefen.